Hey und herzlich willkommen zurück hier zum Jahreszeiten-Gameplay und zieht euch einfach diesen geilen Stecher hier rein, wie der die Arschgalerie von Justy hier und sich anschaut. Ey, also, das ist so geil, ey, ganz ehrlich. Dieser Typ, das ist der Burner hier. Ist, oh, Ärsche, ey, das, nee. Ich komme hier nicht drauf klar auf den Typen. Der ist echt geil. So, jetzt können wir aber noch ein bisschen Getränke servieren. Weil wir haben jetzt genug Fotos gemacht. Ey, wir müssen echt mal eine Kamera kaufen. Ich guck gleich mal, was so eine Kamera kostet. So, aber erstmal das Getränketablett. Warte mal, kann man das jetzt nicht hier irgendwo hinstellen? Nein. Natürlich geht das nicht. Oh nein, wir können uns das auch schon nicht leisten. Dann machen wir mal weiter Fotos. Aber ich glaube, eine neue Ärsche, dafür müssen wir mal die Perspektive wechseln. Die schläft auf der Party gleich ein, ey. So sieht das aus. So, bevor wir das Tablett füllen. Oh, nein, dreh dich doch nochmal um. Foto machen. Ich finde die Bilder, die da manchmal entstehen könnten, eigentlich voll geil. Aber wir wollen jetzt nicht die ganze Bude voll klatschen. Ich würde sagen, wir machen noch so einen Geheimraum im Keller, wo wir dann die Arschgalerie veröffentlichen. Also das darf ja eigentlich nicht jeder sehen. Ne? Es soll ja auch nicht jeder sehen. So. Dann stell dich hier nochmal hin. Und mach nochmal neue Fotos. Aber ich glaube, jetzt haben wir keinen Blick irgendwo. Oh, Brüste. Egal, wir fotografieren Brüste jetzt auch mal. Ist ja nicht verkehrt, ne? Oh, hier hätten wir auch ein schönes Arschbild. Oh. Der ist neu, der Arsch. Den haben wir noch nicht. So, nochmal gucken, ob wir nicht noch irgendwo anders einen Arsch haben. Da. Einen sitzenden Arsch ist auch nicht verkehrt, ne? Haben wir die eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Moment, erstmal Pause. Wir hatten. Das war morgens Arsch, ne? Morgen und Eva. Sehr schön. Haben wir zwei neue Ärsche für die Galerie? Jetzt muss ich mal gucken. Okay. Arsch von morgen. So, jetzt haben wir noch den Klappstuhlwärmer. Das ist der Arsch von Eva. Okay, und den Rest kannst du natürlich verkaufen. Und jetzt schaffen wir es auch, das Tablett zu füllen. Kannst du nicht mal damit rumgehen? Getränk nehmen. Nimm dir mal eins, komm. Was? Ich konnte. Warte, Alter, trinken. Konnte kein frisches Getränk finden. Er steht davor. Ich finde hier nichts. Das geht so nicht. Wird es einfach irgendwem hier geben? Irgendwie? Funktioniert ja wieder grandios, ne? Ja, wir stellen jetzt mal hier alle hin, vielleicht. Ja, okay, dann halt nicht alle gleichzeitig trinken. Aber es ist ja kein Problem. Ich würde sagen, du lässt die Party jetzt noch laufen und verschwindest einfach in deinem Bett, weil du jetzt so betrunken bist, weil du erstmal ganz viele Sachen trinken musstest. So. Und die können jetzt doch in Ruhe zu Ende Party machen. Wird Zeit, dass er berühmt wird. Ein dekoratives Küchenregal im Haushaltsinventar. Da muss ich mal kurz nachgucken.
Verkaufen. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Geld anschaffen. Und ich denke, als nächstes sollten wir echt die Küche angehen. Schauen wir mal. So ein bisschen Dekoration möchte ich auf jeden Fall auch hier haben. Ich denke mal, wenn der Garten dann so gepflegt ist, dass wir hier ordentlich ergiebig sein werden. Er rennt erstmal wieder weg. Er läuft hier so hin. Oh Gott, das sind die. Nee, da gehe ich wieder. Dessen Blut will ich nicht. Was hat er jetzt geschlafen, Mann? So. Oder hat er gerade nur aus Versehen Nickerchen gemacht? Was ist jetzt mit dir? Sehr traurig. Scheidende Liebe. Leonie hat die Liebe ihres Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt. So ist das halt. Okay, dann nimm doch noch mal eine erfrischende Dusche. Eigentlich kannst du ja mal weiterschlafen, ne? Toilette verwenden und dann weiterschlafen. Sie ist traurig, ey. Ja, mit Justy muss sie auf jeden Fall noch mal ins Bett. Und dann, ihr werdet zu Hause arbeiten. Der Chef von Chantal ist nicht begeistert von der Arbeit, die sie zu Hause erledigt hat. Leonie erhält 10 Dollar. Wow. Ey, du bist super, Alter. Was soll sie denn zu Hause machen? Gut gelaunt zur Arbeit gehen, Tagesaufgaben erledigen. Pflanze abernten. Dabei haben wir das doch gemacht. Oh, er wurde befördert zu Umfragenclown. Geil. Okay. Du darfst auch von zu Hause arbeiten. Und ihr schlaft erstmal aus, weil die Party war so krass und so lang. Gut, dann darfst du jetzt nochmal eine erfrischende Dusche nehmen. Und wir müssen das hier mal freiräumen, damit du Frühstück servieren kannst. Und zwar Eier und Toast. Alter, wie das hier aussieht. Das ist richtig nach Sarahs Geschmack. Und wir werden uns hier auf jeden Fall noch sehr auslassen, was das alles angeht. Tränen, nee, Pflanzen mit Tränen gießen. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Fünf Freunde haben. Das schaffen wir auch noch. Oh, sie hat Kochen erhöht. Es ist 11 und Justy hat einfach keinen Bock aufzustehen. Komm, Justy, so langsam müsstest du aber mal aufstehen. Dann darfst du mal eine erfrischende Dusche nehmen. So, Shanti, wie läuft's bei dir? Das geht ja. Dann darfst du dir jetzt mal eine Romanze anschauen. Und du nimmst dir mal ein Gericht. Und schaust einfach mit. So muss das Leben sein als YouTuber, ey. Jetzt war der nicht auf Toilette, der Sack, Alter. Nimm dir jetzt ein Gericht hier. Hüpi, essen. Und schau dir dabei den Kanal an. Und dann lass es halt. Dann lass es halt einfach. Du kannst jetzt vielleicht mal aufräumen hier. Das wäre jetzt nicht die verkehrteste Idee, wenn du schon mal dabei bist. So, und du kannst dann, glaube ich, mal dringend auf Toilette gehen. So, ich habe fürs Erdgeschoss noch so die Idee, dass man hier vielleicht noch eine Toilette einbauen könnte. Aber wir schauen mal, wie wir das dann machen. So, genau, du gehst jetzt erstmal freundlich pullern und freust dich. Und dann darfst du hier knallhart die ganze Zeit deinen Status aktualisieren. Das scheint nämlich so gut zu funktionieren. Alter, du hast hier irgendwie nicht alles aufgeräumt. Aufräumen.
Okay. Dann darfst du jetzt mal alles gießen. Mal gucken, ob sie auch alles gießen geht. Wir klicken es vor. Oh Gott, Alter, diese Bananenplantage hier. Und dann darfst du mal alles ernten. Und dann gucken wir mal, was dein Inventar so hergibt. Okay, du darfst weitermachen. So, ich würde ihn jetzt aber vielleicht mal resetten. Er war Justin Thomas Schluder. So, damit das jetzt vielleicht wieder besser funktioniert mit ihm hier. Und er dann auch die Sachen macht, die er tun soll. So. Bei Bar anmelden. Wie macht man das denn? Besuche einen Barschauplatz und melde dich mit deinem Telefon an. Okay, alles klar. Egal, wir machen das hier so. Die können uns da nicht rausschmeißen. Hat sie jetzt peinlich berührt. So, er trinkt was. Okay, du kannst aber trotzdem hier auch mal helfen. Aufräumen, säubern und so. Steht ja eigentlich auch noch Geschirr drauf? Nee. Das ist gut. So, sie kümmert sich ja derweil um den Garten. So angespannt. Zu viel zu tun. Okay, dann darfst du jetzt erstmal ein faules Dickerchen auf dem Sofa machen. Wir können ja die Party diesmal in der Bar machen. Aber vorher wäre jeden noch mal geil. Hast du dann alles geerntet? Es sieht nicht so aus. Alles ernten. Dann darfst du ja auch noch mal alles ernten. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, Bananen zu ernten bei sich auf dem Grundstück im Sommer. Warum nicht, ne? Ja, du gehst jetzt aber mal hoch auf die Toilette. Und wir verkaufen jetzt mal deine Erträge. Und ich würde jetzt vielleicht echt mal gucken, dass wir in der Küche irgendwie uns darum vielleicht mal kümmern. Ich würde ja auch gern irgendwie diese eine Wand ein bisschen umlegen. Dann machen wir das hier einmal so. Und hier so. Und hier ist einfach so fundamentmäßig. So, und ich dachte mir, wir fangen in der Küche auch an, hier den edlen Boden zu verlegen. Und ich finde das hier aus diesem Kochding auch schon sehr geil gleich. Aber in hell, oder? Wir machen das mal hier so schön in weiß. So, Theken. Ich finde diese Familientheke schön. Wobei wir auch gleich diese moderne nehmen könnten. Aber das Familiending finde ich fürs Erste nicht verkehrt. Nee, wir nehmen die moderne, das sieht, glaube ich, besser aus. Wir wollten das ja extra modern hier haben. Verscherbeln wir das noch, dann können wir hier noch einen hinstellen. Dann ist unser Budget auch schon wieder aufgebraucht. Aber das ist kein Problem. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal hier so eine kleine Küchenecke mehr.
Und die ganzen Modernisierungssachen kommen dann noch. Ich würde hier dann auch gerne so einen kleinen Tisch noch hinstellen und so, aber das schauen wir gleich mal. Vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit für die Küche. Dass wir die tatsächlich irgendwie in so einem Zimmer einbauen und ein Zimmer hier runter verlegen. Oder wir noch irgendwie anbauen oder so. Dass wir hier dann noch einmal weitergehen. Dass wir hier so einen Wintergarten vielleicht haben oder sowas. Aber mal schauen wir. Wir finden da schon sicherlich was. So. Dann darfst du jetzt erst noch mal schnell eine erfrischende Dusche nehmen. Du darfst das dann reparieren. Ein bisschen Geschicklichkeit schadet dir auch nicht. Den geht es hier immer noch scheiße allen. Ja, komm mal hier hin. Bis der da fertig ist, um Rat bitten. Tag verschönern. Er ist da gerade bei, die Technik zu reparieren und sie möchte seinen Rat haben. So läuft das, ey. So, wir können auf jeden Fall mal darauf hinsparen, dass wir die Gratisdienste bekommen. So. Wie macht man das jetzt? Grimmix. Glaube hier einfach. Ja, wenn ich eine Party dort plane, in einer Bar? Wir gucken mal. Ja, wir veran... Ach so, wir können gar keine Party veranstalten. Okay, dann werfen wir das erstmal weg. Doch nicht. Teile plündern. Was macht sie jetzt? Im Bett verziehen. Okay, dann macht das halt. Dann darfst du das jetzt wegwerfen. Ja, komm. Wir gehen jetzt mit allen Leuten dahin. Das hat die sich bestimmt so nicht vorgestellt, als sie gefragt hat, hast du Lust rüberzukommen? Aber egal. Klar, ich komme vorbei. Du hast jetzt aber nicht erzählt, dass du noch fünf andere Leute mitbringst. Hä, ist das jetzt ein Problem? Ja, so ist das hier. So, hier läuft gleich richtig, ne? Gott, hier ist ein nettes Haus, ne? Es ist so eine alte Lagerhalle, die umgebaut wurde. Oder so, ist schon sehr geil. Keller gibt es hier nicht, okay. Aber die haben hier eine schöne Küche. Gut, dann darfst du erstmal Chantal, die liebe Chanti hier fertig machen. Jetzt geht doch mal krügeln hier, meine Homies. Das sieht ja nach Spaß aus. Ich glaube, sie hat verloren. Nur so eine Idee, aber ich glaube es, dass es so sein könnte. Wer stellt sein Bett so mitten in den Raum? Jetzt mal im Ernst. Macht doch gar keinen Sinn. Okay, vielleicht diese Leute, ne? So nach Tag fragen. Setz dich doch mal dahin. Jetzt hör mal auf zu spielen. Ist da was? Schmeißt euch doch mal aneinander ran. Umarmen. Ach, warte, dafür müsst ihr ja aufstehen. Das ist doof, ne? Sorry.
Hey, bist du Single? Ach so, ja, bin ich übrigens. Wir kennen uns zwar jetzt schon nur die ganze Zeit, aber egal. Weißt du eigentlich, dass du gut aussiehst? ja, warum sagst du das? Chanti, wir wohnen zusammen. Ja, man kann doch trotzdem Spaß haben. Okay, überredet. Beste Freunde werden. Oh. Einfach schön an. So. Fragen, ob Sim Single ist. Das hat sie zwar schon mal gefragt, aber egal. Nee, er hat das, glaube ich, gefragt, ne? Du weißt so, wir kennen uns seit dem Sandkasten, aber irgendwie meinst du? Nummern austauschen. Ey, die wohnen zusammen, sind beste Freunde, jetzt sogar offiziell. Aber jetzt tauschen die erst Nummern aus. Ich finde, es sollte so Möglichkeiten in oder Sachen in Sims geben, die dann wegfallen, ja? Und das gehört definitiv dazu. Sehr selbstsicher. Sie hat sich was von der Bar da hinten geholt. Die machen ja so romantische Sachen. Und sie wird angelabert von dem Typen. Ja. Macht ihr das auch immer, wenn ihr seht, oh, die flirten gerade miteinander. Ja, da setze ich mich doch zu und unterhalte mich mit denen. Das stört die bestimmt gar nicht. Nudeln. Was ist denn jetzt ab? Nein, nicht mit Markus plaudern. Okay. Ersten Kuss. Das dulden wir hier nicht. Er macht sich einfach was zu essen. Das stört ihn aber offensichtlich nicht. Was macht sie jetzt? Trainieren. Nein, brauchst du nicht. Oh, setz dich dazu. Das ist geil. Oh, ist das jetzt dein Ernst? Setz dich hier hin jetzt. Jetzt ess das hier. Nein, komm doch wieder zurück. Okay, wisst ihr was? Geht einfach nach Hause. Und es regnet, ist das geil. Romantischer Regenabend. Ich fände es cool, wenn es so mehrere Reihenhäuser gibt. Oder diese Zusammenhäuser, wo man so Wohnungen mieten könnte. Wie in dieser einen Stadt, wo man ja auch Wohnungen zu mieten hat. Ich finde nur schade, dass das so wenige sind. Man könnte schön die Welt vollknallen und so. Ach komm, ey, wir gehen jetzt mal auf Leonie die Kontrolle umschalten. Unsere liebe Shanti. Und dann werden wir ihn einfach herholen. Ach nee, er ist schon hier, oder? Okay. Ich würde sagen, du kannst jetzt mal direkt ins Bett gehen. Und du musst, glaube ich, mal auf Toilette, weswegen du das auch tun darfst. Wir haben schon angefangen, den tollen Boden reinzulegen und drei Sachen aufzustellen, aber für mehr hat das Geld nicht gereicht. Ach ja. So, bis der da mal hingelatscht ist, ey. Aber wir müssen auch richtig schöne Fliesen hier hinlegen. So am besten Fliesen mit Fußbodenheizung. Nimm eine dampfende Dusche, ey. Du hast jetzt Bock, nach einer dampfenden Dusche ins Bett zu gehen. Wenn du dich so richtig rattig und heiß gemacht hast unter der Dusche, dass die nach einer heißen Dusche immer gleich kokett werden, ne? Das finde ich auch immer sehr besonders. Also vor Sims kannte ich dieses Wort kokett ja gar nicht. Ah. Halt, starker Regen, warm, leichter Regen. Okay. Bist nicht begeistert von der Arbeit. Alles klar.
Dann halt nicht. Okay, aber du darfst jetzt mal das Klo reparieren. Wenn du dringend auf Toilette musst, ist das Beste, was du machen kannst, die Toilette erstmal zu reparieren. Du möchtest von zu Hause arbeiten, ich bin mir da sicher. Wir müssen den aber zwischendurch irgendwann mal zur Arbeit schicken, weil sonst wird das, glaube ich, nichts mit den Beförderungen. So, er hat Hunger. Das heißt, mach doch mal Frühstück. Festmahl kochen. Ach du Scheiße. Fischfestmahl. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Haben wir nicht noch Reste? Ja, wir haben hier sogar noch Reste. Dann nehmen wir doch davon mal was. Oder kannst du auch Frühstück servieren? Obstsalat. Egal. Nimm dir erstmal das. So, dann darfst du mal auf die Toilette und das mal aufwischen. Und warte mal, wenn es regnet, dann muss man die Pflanzen ja, glaube ich, gar nicht gießen, oder? Das ist schön, das sieht so aus. Hm. Und dann nimmst du eine erfrischende Dusche. Guck doch dabei ein bisschen Fernsehen. Dass die das sowieso nicht machen nebenbei beim Essen. Also gerade wenn die das Merkmal faul haben, das haben ja beide. Weil die ja keinen Bock auf Arbeit haben und so. Deswegen auch immer von zu Hause arbeiten, das Homeoffice mal ausnutzen. Was denn Geiles? Okay, wir warten mal ab. Okay, eine Müllpflanze möchte ich jetzt doch nicht hier haben. So, alle Ernten. Alle Ernten. Dann darfst du hier auch alles ernten und hier auch. Und hier auch nochmal. Wenn wir schon mal dabei sind. So, gießen brauchst du die jetzt ja nicht, ne? Aber jäten kannst du schon mal. Was macht er jetzt? Möchte er das etwa abwaschen? Das ist ja krass. Seit wann macht man denn sowas? Oh, vor allem er. Aber gut, warum nicht? Gut, soziale Medienstatus aktualisieren. Was soll er denn heute machen? Mit fünf verschiedenen Sims lustig sein. Sims auf dem Gewürzmarkt kennenlernen. Okay. Ist hier ein Gewürzmarkt in der Stadt? Wo ist denn die Stadt? Da. Da müssen wir wahrscheinlich für reisen, oder? An Sammler verkaufen. Sehr schön. Mach das mal. Ist ein guter Plan. Wir verkaufen wieder die Gemälde, die hier oben stehen. Das ist der Gewürzmarkt? Ich glaube kaum. Da müssen wir, glaube ich, erstmal reisen. An Sammler verkaufen. Ey, das ist echt der Burner, dass wir die ganzen Sachen, die Bilder hier einfach verkaufen können. Ja, ich würde sagen, danach reisen wir einfach auf den Gewürzmarkt. Oder was ist das denn? Planschen im Schlamm. Boah, geil, mach mal. Hallo? Jetzt komm erstmal wieder hier. Ja, ich weiß, du hast Hunger, aber jetzt geh doch mal planschen. Dann halt nicht. Okay. Gut, lade doch mal. Okay, nein, das geht nicht. Warte mal, reisen. Aber wir können ja irgendwie reisen, ne? Reisen. Mit. Da, Justin. Dem lieben Justy. Justy und Shanti gehen zum Gewürzmarkt. Sanmaishuna. Gewürzmarkt. Geht doch mal in die Party Location Bienenstock. Und da machen wir den Gewürzmarkt mal unsicher.
Und heute Abend können wir noch eine Schlammschlacht machen. Das müssen wir uns mal angucken. Ach, geil. So. Dann erstmal lustige Gesichter schneiden. Und ich sage aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.